Ja, moin Leute, Smugel am Start in einer weiteren Folge zu Sunday Coffee mit der Smugel. Und wir werden heute über ein unglaublich cooles Thema sprechen. Ihr wisst es schon, ihr habt wahrscheinlich oder einige von euch haben das Video schon erwartet. Nämlich werden wir über meinen Trip to Blizzard nach Versailles sprechen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das war eine unglaublich krasse Erfahrung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe coole Leute kennengelernt. Ich habe über coole Themen gesprochen. Natürlich Heroes of the Storm und Overwatch. Ich habe all meine Fragen rausgehauen. Und die werden sozusagen bearbeitet und einige wurden schon beantwortet und wir werden über alles quasi chronologisch einfach sprechen. So macht es für mich oder ist es für mich auf jeden Fall einfacher, dann kann ich euch so ein bisschen so einen Rundumschlag geben von all dem, was mich dort erwartet hat. Und ja, ich kann ganz kurz zur Vorgeschichte nochmal was sagen. Blizzard hat mir einfach irgendwann eine Mail geschrieben, die haben nicht mal vorher gesagt, was Sache ist, sondern da stand halt einfach drin, hier CM Overwatch Team lädt dich ein nach Versailles. Und ich dachte mir so, what the fuck? Da dachte ich mir, okay, alles klar, liest dir die Mail durch und dann stand da drin, jo, hier sagt sie bitte, gib all deine Daten, du bist von dann und dann hier, du fliegst, hier das Hotel, bam, und los geht's. Und ich dachte mir, ich war völlig überfordert, wusste erstmal überhaupt nicht, worum es jetzt überhaupt gehen sollte. Die Info haben wir dann irgendwie eine Woche vorher bekommen, dass wir mit Entwicklern, Community Managern sprechen über das Spiel Overwatch. Also es war sozusagen das große Thema Overwatch und das war halt einfach cool. Ich bin halt losgeflogen, wurde dann auch gleich mit dem Taxi abgeholt, dann sind wir irgendwie im Flughafen Charles de Gaulle und dann ist irgendwann Spanier und Italiener noch mit eingestiegen. Das waren dann auch Content Creator sozusagen. Und dann sind wir mit dem Taxi sozusagen 2,5 Stunden vom Flughafen nach Versailles, was eigentlich eine 30-Minuten-Strecke ist, aber Traffic in Frankreich oder vor allem in Paris, unglaublich. Ja, ihr könnt das ist so krass. Ja, und dann sitzen wir da halt und unterhalten uns. Und es ist richtig cool, alleine dann schon zu sehen, was für einen Werdegang die anderen sozusagen haben. Also ich will an der Stelle auf jeden Fall mal erwähnen, dass ich mit Abstand der kleinste YouTuber und Streamer war, der in diesem Event von den Influencern, wie man so schön sagt, teilgenommen hat. Das heißt, der Italiener hatte über 100.000 Abonnenten und der Spanier hatte weit über 700.000 Abonnenten. Das ist krass und zugleich eine extrem große Ehre für mich, dass Blizzard mich, ja, mit 3.000 Abos circa einlädt für solch ein Event. Also richtig fett. Also sind wir angekommen, haben unsere Sachen in die Ecke geschmissen und sind sofort los in die Bar, wo wir schon einige Blizzard-Mitarbeiter kennenlernen durften und getroffen haben. Und da waren dann auch alle anderen Influencer, also alle anderen YouTuber und Streamer. Und ich war leider der Einzige. Also eigentlich hätten aus jedem Land, was jetzt für sie besonders wichtig ist in dem Fall, hätten 2 Leute teilnehmen sollen. Und mein Counterpart sozusagen, also der andere Deutsche, der hätte teilnehmen sollen, ist leider nicht gekommen. Er hatte keine Zeit. Damit war ich der Einzige. Was auch nicht weiter schlimm war, ich konnte mich auch so sehr, sehr gut mit den anderen Leuten unterhalten und die Interessen waren eigentlich durch die Bank weg alle irgendwie identisch. Jeder wollte halt die Leute kennenlernen, möchte nochmal Overwatch sehen, wollte Informationen haben, was gibt es denn jetzt Neues, was wird in der Zukunft kommen, und Heroes war für die anderen eher nicht so interessant. Ist auch egal, ich habe meine Fragen trotzdem alle rausgehauen, ja, also in Richtung Blizzard. Alles okay. So, erster Abend war dann durch sozusagen, dachte ich mir schon, wenn dieser Abend schon so cool ist, dann freue ich mich schon auf den nächsten Tag, und es wurde halt noch geiler, nämlich waren wir dann auf dem Weg zu Blizzard. Nächsten Morgen sind wir losgefahren, alle zusammen, und wir kannten uns ja dann mittlerweile schon, und wir haben wieder eine Weile gebraucht, ja, von wegen Stau und so. Und dann sind wir bei Blizzard angekommen. Alleine der Eingangsbereich war episch. Ja, der Eingangsbereich, so stelle ich mir das vor, so habe ich es mir vorgestellt. Wirklich eine riesengroße Bronze-Carrigan da vorne, du kommst in den Eingangsbereich rein, du hast einen lebensechten Schänder in der Ecke zu stehen, du hast von allen Games hast du irgendwas, was da in diesem Raum war, was natürlich PR natürlich auch auf der einen Seite ist, aber trotzdem richtig cool war einfach nur. Und die haben sogar einen Serverblade des ersten oder eins der ersten WoW-Server. Ja, die damals zu Classic-Zeiten, als das Spiel angefangen, wo das Spiel rauskam, den Server haben sie da in der Vitrine einfach drin. Und du denkst dir so, what the fuck, vielleicht hast du auf genau diesem Server damals gespielt. Ja, das war halt einfach cool. Und der Diaka haben wir natürlich gerade direkt am Anfang bekommen. Ja, war ich auch riesenstolz. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich mega drüber gefreut. Und dann ging es erstmal weiter. Wir sind so durch die ganzen Büros geleitet worden. Community Manager, es gibt den E-Sport Manager, denn die ganzen Mitarbeiter, die sitzen dann in Großraumbüros, die extrem cool auch aussehen. Ich durfte leider keine Fotos und keine Videos machen, also ihr werdet auch das, was ich einblende, wird vor allem so die Höhle sein, sage ich jetzt mal. Also klar, die Mitarbeiter
wollen auch nicht alle gesehen werden. Das sind private Sachen, wenn sie da Fotos oder so zu liegen haben. Ihr könnt es euch vorstellen. Und im Endeffekt war es dann so, dass wir da durchgegangen sind und es war halt einfach episch, da durchzulaufen. Du hast schon so richtig gemerkt, die Leute lieben das, was sie da tun, lieben sie auch wirklich. Und das kann ich auch unterstreichen, es ist halt wirklich so gewesen, sie lieben es. Die Blizzard-Mitarbeiter sind dort arbeiten oder gehen dort arbeiten, weil sie die Spiele lieben und sie sind da echt mit Herzblut dabei und es hörst du an den oder merkst du an den Unterhaltungen, du merkst es an der Attitude, wie die Leute sich verhalten und alles, einfach nur geil. Und wir haben halt das gesamte Gebäude, der gesamte Gebäudekomplex besteht aus Blizzard-Geschichten, die irgendwann mal erzählt wurden, wie zum Beispiel Rainer's Gym. Also die haben ein Fitnessstudio, wo sie sich dann auspowern können nochmal für zwischendurch und wo sie dann so ein paar coole Sachen erzählt haben von wegen so, pack mal das Gym vor den Rainer und dann hast du halt Gym Rainer und das so mit so Sachen halt. Das ist völlig banal eigentlich, aber irgendwie cool. Also du freust dich halt einfach da durchzulatschen. Und danach? Wir wurden ins sogenannte Gaming-Zimmer geleitet. Da waren 6x6 Rechner und wir durften Overwatch spielen. Und dann dachten wir alle schon so, yeah, wir können ein bisschen was Neues sehen und so. Und nix da. Die haben extra die Beta für uns nochmal einen Tag länger ongelassen sozusagen, damit wir den aktuellen Stand des Spiels spielen dürfen. Zu Overwatch. Haben wir also gemacht, wir hatten richtig coole Matches, haben wir gegen einen Community Manager gezockt und sie richtig vernichtet. War nice, Leute, falls ihr jetzt gerade zuguckt. Und es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Und danach wurden wir in einen Besprechungsraum geführt, wo denn einige Leute, die ich auch schon von damals von der Gamescom zum Beispiel kannte, die dann mit uns über das Spiel gesprochen haben. Und jetzt kommt, warum ich auch die Fragen an euch vorher geschickt habe zu Overwatch, weil es mir persönlich sehr wichtig ist, dass ich auch eure Gedanken sozusagen weitergebe. Sie haben noch unseren Feedback gefragt. Wir saßen über eine Stunde dort und haben Feedback gegeben. Da wurden Fragen von Blizzard gestellt wie, was gefällt euch nicht? Was gefällt euch auf jeden Fall? Was muss noch ins Spiel kommen? Und auch gar nicht schlecht, die Frage an sich, was sollte auf jeden Fall im Spiel bleiben? Was gefällt euch besonders daran? Und dann wurde im Endeffekt gesagt, dass die Sachen, die wir da kommuniziert haben, über die wir gesprochen haben, dass die ungefiltert weitergegeben werden an eben die Entwickler, die es dann am Ende umsetzen. Und natürlich darüber nachdenken, weil nicht alles umgesetzt wird, ne? Aber wir haben halt Ideen natürlich mitgegeben. Und es wurde sehr, sehr viel über Progression, also über ein Level-System gesprochen, über Skins. Wir waren sehr, sehr froh, als wir das Video schon von Jeff Kaplan gesehen haben, der gesagt hat, nee, alles an Zukunfts-Content, der da kommt an Heroes und Helden und Maps, wird kostenlos sein. Das war natürlich ein riesengroßer Schritt, den meiner Meinung nach Blizzard auch gehen musste, weil das Spiel kostet Geld und danach splittest du halt einfach die Community in verschiedene Parts, wenn du Add-ons oder Download-Contents hast, die sich nicht alle Leute holen werden. Und das ist ein No-Go für die E-Sport-Szene und für die Casual-Szene geht gar nicht. Deswegen bin ich super glücklich und super zufrieden mit eben dieser Entscheidung. Ich habe auch ein paar Punkte angesprochen, zum Beispiel das Kartensystem, also ganz am Ende cool finde, dass du voten kannst. Das Play of the Game, meinte ich, dann muss man auch mal ein bisschen, vielleicht auch mal gucken, ob man auch Healer oder Supporter oder Tanks sozusagen belohnen möchte dafür, dass sie einen guten Job machen. Und wir haben alles rausgehauen, haben gedacht, dass wir noch ein bisschen was an Content, der dann kommen wird, erfahren dürfen. Es war nur minimal und über dieses Minimale werde ich noch mit euch sprechen. Ich habe jetzt aktuell, es ist einfach für euch als Hintergrundinformation, ich habe all eure Fragen, all eure Anregungen und an all eure Wünsche zu Heroes of the Storm und zu Overwatch habe ich an jeweiligen Leute weitergegeben. Das heißt, die haben die Fragen, ich habe das alles nochmal überarbeitet, habe die Fragen zusammengefasst und Wünsche etc. Und sie werden mir die Sachen beantworten, die sie beantworten können und ich werde dann separat in Gameplay-Videos oder in dem nächsten Vlog beispielsweise, ihr werdet das dann auch sehen, wenn es in der Abo-Box sozusagen erscheint, werde ich über diese Themen sprechen. Es ist natürlich die Sache, durfte ich einiges erfahren zu Heroes und zu Overwatch. Ich weiß aber nicht, über welche Dinge ich schon sprechen darf und über welche nicht. Deswegen gehe ich den sicheren Weg. Ich sage euch, es wird noch einiges an Informationen kommen, die ich euch eben weitergeben kann und das wird dann in den nächsten Videos sein. Das heißt, damit war der Tag dann im Endeffekt zu Ende. Wir sind abends noch essen gegangen, sind auch in eine Bar gegangen, noch ein bisschen was trinken und es war super, super cool und ich muss euch ganz ehrlich sagen, sozusagen diesen Tag für euch als Resümee abschließen zu können. Das ist eine riesengroße Familie, die erleben irgendwie coole Sachen, die leben für den Job und machen einfach ihr Ding und stehen aber auch alle zueinander.
Und das war halt überwältigend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, sowas, so einen Job wünscht sich jeder. An einem Projekt zu arbeiten, wo alle am selben Strang ziehen, wo alle dasselbe erreichen wollen. Und die Leute verstehen sich auch untereinander extrem gut. Das Personal oder die Leute, die da arbeiten, sind alle sehr, sehr jung. Also mein Alter, sage ich jetzt einfach mal, plus 10 Jahre ungefähr. Und man merkt einfach nur, dass dieses Feeling dort extrem cool ist. Und es ist mir wichtig, dass ich das euch mitgebe. Denn Blizzard stellt sich nicht nur so dar, sondern sie sind auch wirklich so, zumindest soweit, wie ich das halt eben beurteilen kann. Und ich bin auch sehr stolz drauf, euch sozusagen euch davon erzählen zu können, was ich da erlebt habe. Und ich freue mich schon aufs Jahr 2016. Also wie gesagt, die Sachen, die ich bis jetzt schon weiß, was kommen wird. Ich weiß, dass die Zukunft für Heroes of the Storm eine rosige sein wird. Klar, also es wird von der Popularität her nochmal stark sich steigern. Da bin ich mir relativ sicher. Und auch der Release von Overwatch, da bin ich schon sehr, sehr hyped. Einfach, weil es coole Projekte geben wird, die ich mit euch gemeinsam machen werde. Und noch mit anderen YouTubern. Und es wird wirklich sehr, sehr cool. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und ich hoffe, dass euch auch dieses Video gefallen hat. Und dass ihr einfach mal diesen Einblick, dass ihr euch sowas auch gerne anguckt. Und macht mich halt einfach auch mega happy. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ich habe 3 Kaffee getrunken für dieses Video. Es wird einen Livestream geben heute. Um 18 Uhr werden wir ein bisschen Heroes of the Storm spielen. Ich freue mich drauf. Jeder, der mit einschalten möchte, twitch.tv/smoogle. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns nachher. Haut den Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Stay tuned. Das war Smoogle und wir sehen uns in der nächsten Episode.